Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 4 mit den residierenden Vieren. Mit dabei an der Tastatur Robert. Meine wohlklingende Stimme und weiß als die Stimme aus dem Off mit dem Fachwissen. Und dem Rudi, der gelegentlich mal ein Lebenszeichen von sich gibt. Hallo. Da ist das Lebenszeichen super. Ja, So. Lebenszeichen mit einer Folge So. reicht. Genau, nur damit sich Wir keiner Sorgen macht. haben die Kirche gefunden. Wieder. Das heißt, wir haben zu Gott gefunden. Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Ich versuche seit Jahren aus der Kirche auszutreten. Was glaubst du nicht? Ich will da nicht rein. Und wie schon Eine den Falltür. letzten, sehr schön, nicht reinfallen. Aha, Karte des Seeufers. Ein Störenfried von außer ist nach dem Mädchen gekommen, schließt in die Kirche und wartet auf Ehrenbefehl unseres Herrn. Verschlieh die Kirche und versteck Schlüssel in der Höhle. Der anderen Seite sees. Die Reatur wird sich törig en Eindringlings annehmen. Also jetzt ist die Frage, entweder die Einwohner da können nicht schreiben oder Leon kann sehr, sehr schlecht Spanisch übersetzen. Das war gut. Tatsächlich, Leon kann kein gutes Spanisch in diesem Teil. Das Ganz am stimmt. Anfang versucht er Spanisch zu reden und das ist so gebrochen schlechtes Spanisch. Ja. aber mal eine andere. Ein Störenfried von außen, der nach dem Mädchen gekommen. Ist jetzt also, Moment, ist also jetzt das Mädchen erst gekommen und danach der Störenfried in der Ich Kirche? weiß. Was für eine Kirche ist das? Was für eine Eine Religion ist das? gute. Wie komme ich da hin? Oh, schick. Eigentlich nicht, aber. Naja, Sieht aus wie ein Minenschacht und seit Until Dawn wollte ich jeden Minenschacht meiden. warte, du bist ein Stückchen zu weit. Du kannst noch hinter der Kirche dir noch eine blaue Mission abholen. Sowas Die von. kann, ja, die kannst du direkt auf dem Friedhof erfüllen. Weil das nächste Mal, wenn du hier an der Kirche bist, ist ja halt voll mit Spackos. Dann machen wir das gleich mal. Ach, ich sehe sie schon. Und da geht's Oh. auch hoch. Ich mach grad so schlimmes Backseating. Alles tut mir weh, weil ich das mache, aber ich kann es nicht ertragen, euch so schön zu sehen. Oh. Die Wappen auf ihrem Grabstein zerstören. Okay, leg mal hin. Das ist nicht schwer. Ich habe jemanden gehört. Ein. Ja, unten im Gang, glaube ich. Aber wir können mal kurz hier hochgehen, weil da hier ist eine Leiter. Und wie auch in der letzten Aufnahmesession schon gesagt, Discord spackt manchmal ein bisschen bei der Grafik. Das heißt, exklusiv bei uns erzählt es allen der direkte Grafikvergleich von Remake spontan auf die alte PS2-Grafik. Richtig, und wer hat es Ohne nicht gemacht? Mods! Ohne Ohne Mods, Mods! alles an Karten. Also demzufolge ist diese Tür wahrscheinlich zu. Ja, sowas von. Deswegen müssen wir da unten durch. Okay, die war, Genau. glaube ich, im Original offen. Ja, da bist du im Original. Es gab im Original diesen Tunnel nach unten nicht. Ja. So, die Dinger der Zwillinge. Da ist eins, aber ich weiß nicht, ob das das der Zwillinge ist. Die sind ganz unten, dieses Zwillingsgrab. Musst dir Achso. die, die, hier, Da. die lustigen Steine von den Toten angucken, genau. Bing, bing, Grabstein da abgeschlossen. Ist euch mal aufgefallen, dass so wenig Spieler Probleme haben mit Grabstellungen in solchen Spielen? Wir machen Ja. es halt einfach. Auch. Ist Loot doch für was die völlig Lebenden. natürlich. Ist doch was völlig Natürliches. Natürlich Grab. Der innere Kommodowaran in uns allen. Lara Croft hat's uns gelehrt. Darf ich mal. Also, sorry, aber Lara ist schon ein bisschen dumm, oder? Ich meine, die geht hin, birgt die ganze Stuckatze Tür hinter dir aufmachen.
Die ist nur von der Seite zugerührt. Okay. Ja. Nera ist schon ein bisschen dämlich. Ich meine, die geht hin und tut hier die ganzen Gräber ausfummeln und gibt den Scheiß zurück. Danke für nichts. Sie gibt den Kack zurück, nimmt sich dann irgendwie so ein Achtel von dem Wert oder sowas und ist dann glücklich. Außer die Bundeslade, die hat sie bei sich irgendwo im Hauptgebäude rumliegen, während sie gerade am Saubermachen ist. Sicherlich so eine schöne Patchwork-Decke drüber gelegt. Ganz dreckig mit so einem Bettlaken abgedeckt oder so. Mhm. Zweitwichtigste religiöse Artefakt des Christentums, fuck it. Schön die Hundedecke drüber legen. Nee, das ist übertrieben dafür. Er brennt. Genau, er brennt ihn anfackeln ist nicht übertrieben. Gegner abfackeln. Es kommen ja nachher wieder die lustigen Jutzel mit den Tentakelköpfen. Erinnere mich nicht daran. Nein, Rudi gehen ja noch. Ja, wenn der Hauptkörper brennt, fällt der oben, dann explodiert der Kopf, dann fängt der Körper weiter an zu brennen und dann brennt der Tentakelkopf. Und ich weiß nicht, warum sie das alles in drei Stufen gemacht haben. Okay. Das Ding geht halt wirklich alle drei Animationsstufen durch, bis es dann halt wirklich endgültig tot ist. Stirbst du bitte? Hab so lange gebraucht, naja, egal. Ah, wirklich zu lange gebraucht. Das Hemd! Jetzt wieder viel gefressen. Aber wir haben noch Eier, die können wir essen. No. Schön, oh Gott, Eier. Okay, ich sehe gerade, da drin ist die erste Viper, wie auch im Original. Also zweimal schlagen. Ne, warte mal, bevor du machst, weil das Ding braucht, wie gesagt, 6 Plätze. Warte, ich hab Besuch. 6 Plätze, na, gucken wir mal. Oh ja, hey. Dass du da vielleicht irgendwie was mit den mit dem Schwarzpulver oder so Ammunition erst baust. Ja, Schrotflinte kann ich machen. Oder Gewehr kann ich auch machen. Nee. Setz doch die eine Granate. 6 Plätze, alles gut? Ja. Haut hin. Oder so. Und wenn du das Ei neben die anderen Eier setzt, hast du noch direkt andere 6 Plätze. Ach stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Und die Granate dann einfach nach oben nehmen, Schießpulver. Ah. Wieder. Ja, 2 Plätze ist es groß. Ja, 2, okay. Das ist ordentlich. Aber ich hab jetzt 6 im Kopf. Ach ja, weil ich mit 5 Stück in der Tasche rumgelaufen bin. Eigentlich ja. Aber wenigstens hört man sie schön. Ich weiß nicht, ob das am Original auch so war. Nee, ich glaube nicht. Hattest du eigentlich auch die Special Edition mit den Sonderschätzen drinne? Ja. Ja, das ist so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, why? Warum denn Vorbestellern oder den Special Edition Käufern mehr Geld geben? Ich meine, jetzt letztendlich egal, was ein Singleplayer ist, ne? War dann für mich 10 Euro mehr. Keine Ahnung. Ja. Wie die sich immer noch beschweren, wenn du dir in den Kopf schießt. Ist auch nicht, was die haben. Man kann es denen gar nicht recht machen. Sind nur neidisch. Mhm. Was sind diese heißblütigen Latinos? Latinas, bitte. Ja. Du bist schon, dass wir nicht in Lateinamerika sind, ne? Wir sind schon in Spanien in diesem Spiel. Entschuldigung. War das etwa Culture Appropriation?
Niemals! Nein! Wir sind nicht rassistisch, wir wissen, welche Menschen wir erschießen. Das wissen wir ganz genau. Piep, piep, piep. Wo kämen wir denn hin? Ins New York Police Department? Ich bin nicht schwarz genug für. Ich finde es schade, also ich hätte in das Spiel definitiv noch den Modus reingesetzt, dass man Limbo unter dem Seil durchmachen könnte. Ging es jetzt noch weiter oder nicht? Ja. Ja, geht nicht weiter. Aber hier kam noch nicht der erste L-Gigante, oder? Nee. Der erste L-Gigante kommt erst, wenn du den Schlüssel für die Kirche hast. Okay, aber hier, ja, stimmt ja. Aber der kommt hier. Ja, yeah, der kommt da in den großen Raum. Hast du da einen Hack? Hast du da eigentlich bei den ganzen Krähen eine Blendgranate reingeworfen? Wo? Weil das die ganzen Krähen tötet. Ah, oh, gut zu wissen. Okay, was gibt's hier noch? Blaue Medaillons wieder, okay. Oh. Das Schlimme ist, ich würde halt so gerne sehen, was du genau machst, aber weil mein Internet so spackig ist, habe ich halt 80% ganze Zeit Standbild. Oh, du hast recht. Ding! Und auch geschafft, schön. Du kannst übrigens mit der Bandgranate auch die Tentakelons zerballern, wenn die draußen sind. Und hier kommt der große L-Gigante nach. Jippa. Sehr schön. Und hier ist jetzt erstmal eine Menge Loot. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, hörst du ihn? Wie er schnurrt? Wie ein großes, tötungswilliges Kätzchen. Also so wie jede Katze. Richtig. Wie jede Katze, ja. So, sind wir schon mal blaue Medaillons? Da oben ist eins. Erwische ich das? Nein, gut. Mach mal einen anderen Winkel. Ja, oder so. Ja, oder nur Sniper. Ja, das ist mir wert. Warte, falsche. Da. Ja, Sniper mit der Schrotflinte. Paul Allen das Grüßen, ne? So, Sniper-Schrotflinte, die Raketen zerballert. Hier ist noch ein Kistchen. Erst dachte ich, du wirst mit Geld zugebombt, dann habe ich die Preise beim Händler gesehen. Oh ja. So, übrigens solltet ihr nicht auf, wenn ihr auf Normal spielt oder sowas, sind die Preise deutlich höher, ne? Echt? Die Preise, die ihr jetzt habt, sind die Preise, die ihr beim Händler kriegt, wenn die Sachen reduziert sind. Nett. Brutal. Er kennt seine Klientel. Der weiß, wie gut die Leute hier, die wir ausnehmen, verdienen. Aber mal ganz ehrlich, ne? Der Meter laufen hat mir mehr Geld eingebracht, als das ganze Jahr arbeiten gehen, ne? Ja. Es ist... Tja. Obwohl, wie viel sind wie viel ist gerade Pesos eigentlich wert? Kein Schimmer. Jemand muss googeln. Hopp, hopp. Ja. Nicht Pesos, sehr Pesetas. Ja gut. Ich meine, die gibt's ja so auch nicht mehr. Pesetas Euro. Ein Bonjour. Peseta ist 0,006 Euro wert. Wow. Also, wenn ich mal bezahlen weitermache. Geht's weiter? Das wollen wir jetzt nicht. Sind hier noch Kisten? Hier geht's runter. Ja, runter kann ich ja trotzdem gucken. Also 500 Pesetas sind 3 Euro. Well, fuck. Sind uns doch ungefähr so viel, wie ich für das Jahr arbeiten gegangen bin. So, hier ist nichts weiter. Wie viel hat die MP gekostet? 10.000? Ich glaube, ja. Da um die Ecke, da um die Ecke. Ah. Ist einmal.
Das ist Schlusel. Also bei 10.000 Esper Setas für eine MP zahlst du dafür 60 Euro. Mein Kollege Tyrone kann dir eine bessere für weniger aus dem Kofferraum besorgen. Verzeihung. da oben, ja. Ja, ich hab's gehört. Ich find's schön, dass das Ding Musik macht, aber ich hab keinen Bock, die alle zu suchen. Naja, wir haben jetzt halt nur drei. Ich weiß nicht, ob wir alle haben. Ich glaube, ich hatte zu Zeitpunkt 4. Ist das nicht eine pro Kapitel? Wir sind jetzt in Kapitel 3. Nee, nicht, glaub nicht. Wichtig, erst speichern. Bevor ihr bei mir irgendwo rumfummelt. Man kennt das ja. Und danach gleich nochmal speichern. Hey, natürlich, wenn man alles erledigt hat. Mhm. Wir trauen. Für den Raketenwerfer brauchen wir definitiv nach dem See. Ja. So, hol dir dein Geld zurück. Ja, das ist schön, dass du fast dein gesamtes Geld zurückkriegst, wenn du eine aufgewertete Waffe verkaufst. Das ist, ja. Hm. Gerne doch. So, verkaufen, gucken wir erstmal. Wir können die, den Waschmuck und die Taschenmuck verkaufen. Und die Viper. Und die Viper, genau. Heben wir erstmal auf. Gut, haben wir das auch geklärt. Kaufen. Kaufen. Nein. Die TMP ist halt. Ein Platz. Koffer haben wir nicht. Ist mein Koffer so voll schon wieder? Ach so. Nee, ist ein unordentliches Fuck. Wir machen erstmal das, warte. So viele Granaten. Nein, nee, die Granaten kannst du nicht. Verkaufen. Genau, kannst du verkaufen, ja. Aber die kannst du leider nicht einlagern. Wieso habe ich hier Einzelhandgranaten und hier 4? Ach, die ist auf meiner 4. Auf der 4. Dein Schnell, weil. Hm. Oh, du kannst auch erstmal noch ein bisschen Munition bauen. Ja, bin gerade dabei. Flinte. Gut, da haben wir das. Ja. Verkaufe ich ein paar Granaten. Ja, wirklich benutzen tust du sie nicht. Nee, die Eier kann ich behalten. Die reichen für so ein bisschen Leben. Das tut nicht weh. Und auf jeden Fall können wir jetzt die TMP kaufen. Verkaufen. Granaten. Ach da. Ja. Wie viele wollen wir verkaufen? Heb mal zwei auf. Ja, zwei Stück reicht locker normalerweise. Wie gesagt, so oft benutzt du die nicht. Ja. Deswegen, so, jetzt wollten wir halt die TMP. Du bist bei Verkaufen. Ja, ich hab's gemerkt. Das wollte ich hören. Kleine Fakten zum Händler. Obwohl nur in Resident Evil 4 aufgetaucht, also im Main Resident Evil 4. Hin und wieder mal in so ein paar Ablegern wurde mal erwähnt, wie auch im Resident Evil 8, wo der Baron drüber labert, dass er den kennt. Wurde gesprochen im Original vom gleichen Synchronsprecher wie Leon selber. Also führen wir da gerade sozusagen ein Selbstgespräch. Und noch ein anderer kleiner Voice-Act-Fakt, wenn wir dabei sind. Die Stimme aus Resident Evil 4 für Ada ist die einzige Stimme, die sowohl im Videospiel als auch in den Realfilmen mitgewirkt hat, weil da hat sie nämlich die deutsche und die englische Stimme nachsynchronisiert für den, ist das der letzte Resident Evil Film, wo sie vorkam, Ada. Oh, ich hab da irgendwann den Überblick verloren. Ja, ich auch, aber ja, da hat sie nochmal die Stimme neu synchronisiert. Ist damit sogar die einzige, die dann halt in Real- und in Spielform vorgekommen ist. Okay, nett. So, jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Wir haben hier eine Tür. Darunter geht es. Nein, da kommst du ja. Darunter geht's zum Schießstand-Minispiel. Ah, ja. Das machen wir jetzt nicht. Können wir nachher machen, wenn wir wiederkommen. Würde ich dir tatsächlich empfehlen, das zu machen. Gut. Und am besten, dass du überall eine S-Wertung kriegst, weil du kriegst kleine Tokens. Okay. Diese Tokens, da ist so eine kleine Slot-Machine, wo du die reinwerfen kannst, um mehr von diesen Anhängern zu kriegen, die du an deinen Koffer klatschen kannst. Ui.
Leider sind die RNG, das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist alles abräumen, so gut du kannst, speichern, dann slotten und wenn du mit den Ergebnissen zu bist, neu laden und weiter slotten. Ja. Das kritisieren eine Menge Leute, dass du da 3 goldene Münzen reinwerfen kannst und da kommt irgendein Müllball raus, obwohl jede Münze deine Chance auf einen besseren Preis eigentlich erhöhen sollte und trotzdem kommt da nur Scheiße. Das wäre nicht so schlimm, wenn die Münzen nicht nur begrenzt verfügbar wären in diesem Spiel. Du kriegst halt pro, wie du da siehst, pro Dingens nur eine bestimmte Anzahl an Münzen. Und die sind halt festgelegt. Du kriegst danach keine neuen. Du kannst zwar noch ein paar finden. Aber wie gesagt, da die halt nur begrenzt verfügbar sind pro Run. Hebt ihr eine Kugel auf? In der Mitte kommt einer hoch, in der Mitte ist einer hochgekommen. Darf das Dynamit schießen. Da okay, machst du den ganzen Raum, da machst du den ganzen Raum mit frei. Ah. Ist das jetzt gut? Nee, gut ist, wenn du alle Ziele getroffen hast. Mhm. 21 von 27. Ja, gut. Deswegen sag ich ja, du kannst bei dem letzten, den kommt in der Mitte halt der Kerl hoch und wenn der darf, dass du den Miet in den Hand schießt, machst du einfach den ganzen Raum fertig. Okay. Du willst halt zumindest eine S-Wertung haben in den 3 Dingern. Was ist S im Endeffekt? Alles. Ja, alles treffen. Hallo. Und dann gibt's halt noch einen Bonus, wenn du diese Schädel triffst, alle. Aber der ist nicht so aussagekräftig. Aber den nimmst du am besten halt mit, wenn du so einen Schädel treffen kannst. Und warum schmeckt das so, als hätte mir einer eine Packung Kaffee in den Orangensaft gekippt? Oh. Ist da wenigstens Pfand drauf? Gott sei Dank. Pass auf, die da in der Mitte auf. Das Dynamit, nicht den Kerl von ihm. Ja, ich hab's verstanden. Ist okay. Auf das Dynamit und so schießt auf Dynamo Dresden. Schieß auf Dynamo. Licht Dynamo. Am Flaggschiff, Licht am Flaggschiff, Dynamo. Den Versuch mache ich noch, danach geht's weiter. Oh Gott. In the Navy. Jetzt muss ich wieder daran denken, wie sie Leon den 6. Teil dieses Piratenkostüm verpasst haben. Wir hätten so coolen Scheiß kriegen können, ein Dante-Outfit, und was kriegen wir Pirat? Ja, jetzt warte ich und ziehe aufs Dynamit, ich hab's verstanden. Ausgezeichnet! Auf die Spitze! Musik-Fanfact, das ist ein Remix vom Originalsong aus dem Intro, wo Leon mit dem Polizisten angefahren kommt. Ach, krass. Ja, sehr schön! Okay, gut. Weiter geht's nachher. Und da ist halt diese Gamble-Maschine da an der Seite. Der Patron-Automat. Talisman. Der nutzlos ist davon allen. Die stellen 30% mehr Gesundheit her. Warum solltest du die Vipern essen? Aus Gründen. Damit du die Kraft der Kobra in dir bekommst. Leon Cobra Kai. Ich meine, so wie er zutreten kann. Aber da ich noch einen Platz habe, werde ich ihn schnell anlegen. Isabel. Sehr schön. Na gut. Ja, speichern.
Dieses Token-System, also mit den Kettchen dran, ne, gab es ja auch schon in Remake 2. Aber da hatten die nicht wirklich einen Wert, die waren einfach nur hübsch, so mehr oder weniger. Ja. Die Idee, dass sie dir so starke, in Anführungszeichen, Passive geben, war eigentlich schon tatsächlich für frühere Teile geplant. Man wusste aber nie, wie man es implementieren sollte. Jetzt geht's hoch auf den See. Sie kommt doch gar nicht rüber gerade. Jetzt geht's erstmal Benzin fürs Schiffchen finden. Wo ist denn das Schiffchen? Das ist meine Frage Nummer 1. Oben beim Händler gibt's noch einen dritten Ausgang. Da habe ich den wahrscheinlich gerade gar nicht genommen. Warte mal, hier ist Direkt, irgendwas. wenn du vorm Händler stehst, gegenüber von ihm. Ja. Der Gang quasi nach hinten. Ja, hier. Ja, das haben wir nicht lang gelaufen. Übrigens, weil du die Schatzkarte gekauft hast, werden dir die blauen Medaillons auf der Karte angezeigt. Nett. Jetzt haben wir erstmal einen schönen Ausblick. Ein Boot. Und ich gebe dir, ich sag dir jetzt schon, wo eine Münze ist, weil die ist zum Kotzen gleich. Okay. Weil, bis ich die gefunden habe, dachte ich mir auch so, ihr wollt mich doch verarschen. Großböse Fisch. Ja, großböse Fisch will uns auch großböse fressen. Juppa. Und da wollen wir nachher hin. Naja, wollen. Wollen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob Leon wieder mit dem Messer nach dem Kerl wirft. Das wäre interessant. Das sind Fässer. Ah, Fässer, okay. Ja, da kannst du einfach drüber fahren, um Loot zu kriegen. Da waren wir, genau. Auf dem Pier standen wir und da habe ich geschossen ins Wasser quasi, und da kam nichts. Muss mal Können wir. versuchen, ob. Musst du gleich mal bei dem Pier da unten versuchen, Ja, jetzt wo das das machen Viech ja wir. getriggert ist. Auch wenn du Ah, da sehe gleich, ich doch schon was. wenn du gleich stirbst, ist das ein echt toller Abschluss für die Folge. It's the egg surprise! Wenn ihr es wollt, dann kriegt ihr es halt mit dem Sniper. Ja. Ich glaube, hier kam ein Kettensägen-Typ im Original. Ah, ich schaue schon wieder welche. Naja, wir gucken erstmal hier vorne. Bootsbenzin wird zusammen mit Benzin für Generator Fischfarm gelagert. Okay. Wenn du jetzt unterm Steg stehst und nach rechts guckst, nochmal ein Stück nach rechts, da ist die Münze unten drunter, unter den Stegen. Wo ich jetzt hier drüben unter den Da, Stegen. ja, da irgendwo. Okay, muss ich dann mal gucken. So, wollen wir es Weil mal das. probieren? Ja. Ich Wo sage sind denn ja. meine? Ist ein normaler Fisch. Oh, genau, jetzt muss der Stream wieder anfangen zu spannen. Und hiermit beenden wir auch diese Folge. Die residierenden vier verabschieden sich bis zum nächsten Mal. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Ein wunderschönes Bild. Ja. Also, wenn ihr noch öfter. Stream, willst du mich verarschen? Wenn ihr noch öfter sehen wollt, wie der gute Robert von einem riesigen großbösen Fisch gefressen wird, Daumen Großböse hoch! Fisch. Der ist ich. Er schießt den ersten Schuss. Stream spackt ab.